Wir gehen zuallererst einmal in Partystimmung hier rein. Und zwar Summer Jam. Summer Jam mit Mixu McLeod. Man hat auf jeden Fall gehört, es ist ein Party-Song. Es ist ein komplett praller Party-Song. Mixu McLeod, Master von King Size natürlich. Und Video ist von Max Braun. Und noch sehr viele andere. Okay, jetzt habe ich Bock, Alter. Das klang so nach Techno oder so. Cash in der Louis, ich flex so hart. Okay. Okay, ich bin bereit. Wow, deine Kach kommt aus Frankfurt. Mach den One-Two-Step ohne Tanzkurs. Dicker Göttkörperbau wie ne Sandtour. Lange Locken, aber Rock ist dafür ganz gut. 100k für mein Outfit, nochmal 100. Oh, der Beat ist geil, Alter. Fuck, ist der Beat geil. Sind wir mal ehrlich, also wenn jemand sowas kann, dann Summer, ne? Ob jetzt Tamam Tamam oder wie hieß nochmal dieser andere Song, der auch so, war das mit diesem riesen Pelz? Nee, war das Tamam? Nee, das war nicht Tamam. Digga, wenn jemand so einen geistesgestörten Club-Sound kann, so, dann Summer, finde ich, ne? Also... Kaffee, mein Rauschgift. Summer Jam ist unglaublich. Summer Techno, Alter. Techno Jam fände ich geil. Techno Jam ist ein geiler Name. Könnte er sich nicht einfach so einen Zweitnamen machen? Ab nach Ibiza, ja, Mann. Zusammen mit Karl Cox und so weiter feiern. Ausschnitt. Fick auf dich und fick auf deinen Bachelor, weil ich für Leute wie dich keinen Respekt hab. Nächster Move ist besser als mein letzter. Rock Designer Schuhe und keine Skechers. Racks und Racks so wie Escobar. Ausgebucht seit dem letzten Jahr. Okay. Mach den Laden dich, denn ich hab. Cash in the Louis, flex so hart. Cash in the Louis, flex so hart. Cash in the Louis, flex so hart. Cash in the Ihr müsst das Geld mit dem Geld wackeln. Cash in the Louis, flex so hart. Cash in the Louis, flex so hart. Cash. Einfach nur Cash. Ja, also ich weiß nicht, was es ist, ne? Aber ich muss sagen, gerade ich fühle mich reich. McLeod! Wow, Bodyfett, siehst du das? Whole lot of cash in a Louis bag. Trägt Unisex, hatte auf der Unisex. Netzwerk, Bukarest bis nach Juarez. Bitch, mach gerne noch Princess. Er ist so fett, die wird schwindelig. Hoodie um mein Becken, um den Bund okay, das, zu ist, das klingt Shit schon so geil, brutal, Mann. Bringt nichts. Vintage Shades, der Shit kommt aus den 80s. Nimm den Rari oder nimm den Haley. Ich bin irgendwie überfordert. Die Kids laufen crazy, alle anderen Pisser sind auf Eli. Rex und Rex, so wie Escobar. Ausgebucht im letzten Jahr. Mach den Laden dicht, denn ich hab. Cash in the Louis, flex so hard. 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 Hey, ich kann. Warum musste ich gerade irgendwie an diese eine Szene aus Malcolm mittendrin denken, wo der Vater von diesen Bodybuildern getragen wird? Wisst ihr noch, der von hier Breaking Bad, der Schauspieler? Da wurde er auch von so Bodybuildern getragen, Mann. Das war so geil, Alter. Das war so witzig, Mann. Cash money, ich rede vom Pada. Cash in der Bada. Miaga, der Lada. Miaga. So viele Bündel zu verballern. Bin auf Mission unterwegs, undercover. 150 allein für die Kette. Michael L. Jordan, immer wenn ich rappe. Halt dir die Louis wie in deine Fresse. Du zeigst Interesse, denn ich hab. Wow. Bitches. Fuck! Die Stimme! Ey, warum kommt damit nicht ein Drop, Mann? Warum kommt denn damit nicht ein Drop? Hä? Diese Vocal klang ja übertrieben nice, Mann. What the fuck? Also ich bin... War das eigentlich... Warte mal. War... Laufen die eigentlich wirklich einfach von Party zu Party? Auf Stage Tickets laufen crazy, alle anderen Pisser sind auf Ehring. Rex und Rex, so wie Escobar. Ey, da waren gar keine Übergänge, oder? Sehe ich das gerade richtig, falsch? Sehe ich das gerade falsch? Ist das, sind die von jedem Raum, also in den nächsten Raum und so weiter gegangen? War das ein Video? Nee, oder? Ich habe gar nicht gemerkt, ob da ein Schnitt war oder so. One Take? Digga, ich dachte mir am Ende so, hä, irgendwie, warte mal, warum zoomt das jetzt ran? Weil sonst hatten wir doch eigentlich so gut wie gar keine Schnitte oder irgendwie sowas, ne? Crazy, Alter.
Krasses Video. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Es ist Spaßmusik. Für mich, also ich hatte irgendwie so einen Vibe, muss ich sagen, tatsächlich. Ne? Es gibt ja dieses Afro-Trap-Ghetto-House-mäßige, sag ich mal, was Raff und so gerne machen. Ne? Was nochmal ein bisschen tanzbarer klingt, finde ich, so ein bisschen sommerlicher. Ich finde, das hat irgendwie so eine düstere, nochmal düstere Art, Party zu machen, aber so auf, ne, auf, keine Ahnung, ich hab keinen Plan. Da ich leider nicht in Clubs gehe oder so, weiß ich leider auch nicht, wo ich den Song hören würde. Aber ich muss sagen, der war geil produziert, Alter. Also Mixer McLeod, das Ding hat Flex so hart. Ich will nochmal ganz kurz den Drop. Er ballert schon, ja. Ich meine, hat jetzt nichts mit Banger Channel zu tun, ne? Was wahrscheinlich wieder ein paar da sagen werden.